Na, seid ihr auch schon alle bereit für die nächste Folge? Wir sind schon bei der Folge 35. Ich habe wie immer keinen Schimmer, was mich erwarten wird, weil ich muss ja auch sagen, ich hatte die Nintendo Wii, hatte ich, aber Mario Galaxy auch, aber ich habe dort nur bis zu einem gewissen Punkt gespielt, also niemals so weit wie jetzt. Dort kam es irgendwie zum Abbruch oder halt zeitlicher Mangel oder so irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich die Zeit dafür und wir gehen weiter zur Höhlenverlies-Galaxie. Auf der Wii und Wii U, da sind ja eigentlich mega tolle Mario-Spiele erschienen, ne? Spaziergang am Himmel. Aber manchmal kann es auch sein, dass man gewisses auch in der Zwischenzeit vergisst oder gar nicht weiß und das wird in diesem Let's Play sogar auch noch entdeckt. Schon wieder dieser Maulwurf, das gibt's doch nicht. Und der ist gleich da unten. Spaziergang am Himmel. Ja, am Himmel, das gefällt mir schon mal gut. Und der versteckt sich da hinter dem. Was ist los? Hä, dieser Pumpen-Maulwurf-Soldat stört unsere Erkundung. Okay. Was haben wir hier? Die Kanone wurde besetzt. Aha, also das heißt, wir kommen nicht in den Himmel, weil er dort irgendwie dort zu finden ist. Dann machen wir das einfach mal so. Nummer eins. Ja, so natürlich nicht. Also ich würde am liebsten auf ihn draufjumpen. Aber ich glaube, die möchten, dass wir das so lösen. Sie haben da extra ein paar Sachen hier hingestellt, dass man sich hier schützen kann. Kann man nicht von den Palmen abjumpen oder so? Ich glaube, er macht mir meines Wissens ja gar keinen richtigen Schaden. Er pusht mich ja nur, glaube ich, nach hinten oder so. Da hinten ist ja noch eine Kokosnuss, hier auch. So. Zack. Ja, toll. Aber treffen muss man wahrscheinlich auch noch. Anders kommt man ja nicht nach oben, oder? Wow! Ja. Da wird man getroffen. Ich wollte irgendwie so einen Sprung machen. So, wisst ihr, so. Zack. Aber das geht nicht. Aber kann man die auch nehmen? Nee, der spielt einfach so Fußball ganz gechillt. Aber jetzt kommt sie nicht mehr nach oben, oder? Ah, doch. Ja. Sag mir doch das, dass ich das einfach nur so machen muss. Ja. Heftig, jetzt nimmt er mich da richtig krass mit. Das heißt, wir müssen einfach nur diese Kokosnuss da eben ankicken. Ja. Da vorne ist sie schon. So geht dieser Sprung nicht. Hier. Also, leichter geht's nicht. Ich glaube, ich habe es richtig drauf mit Kokosnüsse, ne? Jetzt haben wir hier die Kanone freigeschaltet. Und ist immer noch eine Truhe wieder, aber da ist ein One-Up immer drin. So, was sagt ihr? Hey, wo ist das Danke? Wo ist das Danke? Okay. Jetzt können wir uns in der Erkundung fortsetzen, ja. Und ich erst recht. Weil ich denke, wir müssen da ein bisschen Richtung Himmel gehen, oder? Himmel. Ziel mit einer bestimmten. Muss ich jetzt dahin? Dahin? Also, da war ich zwar schon mal, aber da ist ein Stern jetzt hinten. Also, das Sternstein ist das, habe ich gesehen. Lol, aber das war jetzt aber sehr knapp daneben. Oder bringt mich der eine Stern einfach nach unten? Ich muss jetzt mal selber schauen, wo ich da durchgehen muss. Dann muss ich wieder dasselbe machen wie davor. Jetzt komme ich hier wieder. Ja, da unten ist ja eh alles schon geöffnet. Ich habe am Anfang habe ich was Kleines kurz gesehen, aber. Aber scheint da nicht so. Das heißt, vielleicht muss ich da hinten einfach weitermachen. Da haben wir jetzt eine dritte Ding. Ja, jetzt ist sie zu Ende. Irgendwie hat sich das Level, glaube ich, erweitert. Komm ich. Und das Level geht nämlich da vorne weiter, oder? Da vorne steht schon einer. Irgendwas ist da los. So. Hallo, Taucher-Toad? Hey, kannst du darüber nach oben laufen, wenn du das Wasser gefri- Was, wenn du das Wasser gefrierst? Wasser gefrierst, da bräuchte ich doch so eine Dings, aber. So eine. Haben wir da irgendeinen Hinweis? Ja, du bist eine Nervensäge, hey, von einem Comic. Komm, ich geh einfach weg.
Ich glaube, ich brauche einfach vielleicht so eine Eisblume oder so, oder nicht? Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler oder so. Am Anfang hat man nur kurz einen ersten Einblick gesehen, wo ein bisschen was ist, aber das muss man hier irgendwie ein bisschen erkunden gehen. Hallo? Die Pfeile zeigen da auch nach oben. Aber ich bin, glaube ich, irgendwie wieder irgendwo im Nirgendwo, oder nicht? Das ist immer so der Start. Hey, das Schiff ist auch untergegangen. Da war doch mal ein Schiff oder so. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Knapp. Also wenn da unten nichts ist, dann muss ich wirklich nach oben. Ja. Die Pfeile zeigen wieder nach oben. Der Moment der Wahrheit. Aber es stand doch etwas mit Einfrieren, doch. Da bräuchte man doch eine Eisblume dafür. Aber dieser Kammer ist eine richtige Nervensäge da oben. Ich kümmere mich, glaube ich, zuerst mal um den. Kamek, kommen Sie zu mir. Weil irgendwas ist da oben. Aber wie komme ich da hin und woher? Eben da oben sind diese Speier, wo man am Anfang im Intro gesehen hat. Aber ich sehe keinen Weg, um nach oben zu kommen. Außer ich hätte einfach auf das Dings drauf gehen können. Vielleicht überlege ich ja zu lange. Überlegt der Dreamer zu lange hier? Zack. Seht ihr, ich rutsch ab, weil das muss man anscheinend wahrscheinlich vereisen. Ich muss das vereisen. Hä? Ich muss gar nichts vereisen, ich mache einfach so. Oh! Sorry, ich habe ein bisschen gecheatet. Ja, wo soll das Eis gewesen sein? Ich habe das Gefühl, irgendwo wäre doch eine Eisblume oder so. Egal, wir gehen weiter. So. Was ist das? Ja, kleine Teilchen. Ich weiß nicht, was das für Nadelstecknadeln hier sind. Ich laufe einfach mal am besten so durch. Ich glaube, das ist richtig. Aber ich check's nicht, was ich jetzt da unten... Oh! Was ich da unten machen hätte müssen. Diese nervige Comic da unten, der lässt nicht locker, ne? Ja. Irgendwie ist das Level ziemlich verwirrend. Ich weiß nicht wieso. Da ist auch noch so eine Maschine. Yeah, ist doch cool, oder? Nimmt mich da sogar ein wenig mit. Da muss ich sogar rein. Aber ich check's nicht, wie ich normalerweise von unten nach oben gekommen wäre. Komm. Ja. Wie soll ich da rein? Ich kann ja nicht mal draufsteigen. Außer von der einen anderen Seite, wo da immer runter geht jetzt. Da unten hat's auch solche, aber die pusten... Ja, die pusten einem nach unten. Und da geht's weiter nach oben. Es stand ja auch so etwas so in den Himmel nach oben. Ja. ja, du bist meiner. Ja, der erschwert mir jetzt da das Leben, oder was? Ja. Ja, ich wollte die Stampfattacke machen und er erwischt mich gleich. Komm, ich geh wieder nach oben. Wenigstens eine Wow! Oh, welcome, welcome, willkommen irgendwo. Hallo Cheap Chips, was ist hier los? Was ist jetzt hier gerade passiert? Ist das jetzt richtig gewesen? Autsch, da haben wir was zum... Ja. Merkwürdig. Könnt ihr euch auch noch daran erinnern, dass es sowas gab? Nein. Ja. Weiter Stern, oder? Ah, die Dings funktioniert jetzt hier, die Wassermaschine. Nach oben! Weiter nach oben! In den Himmel! Also ich denke schon, dass ich hier richtig bin. Wow.
Alter, das ist Strom. Ja, aber wohin genau? Wohin genau? Da haben wir noch eine Münze. Das ist immer nett von Nintendo. Also wenn ihr Mario Maker ein Level baut, ne, schaut immer auch zu, dass man da irgendwie mal die Möglichkeit hat, ein Item zu bekommen. So ein bisschen Fairplay schadet nicht. Oh, was ist das überhaupt? Muss ich da drehen? Da habe ich eine Kugel die ganze Zeit auch gesehen. Hm. Das ist irgendwie komisch. Das ist auch sehr verwirrend gerade, wenn ich springen muss. Da vorne ist auch noch was. Sprechen. Hey, in der Wassermelone im Zentrum ist ein Powerstern versteckt. Schieße die Tennisbälle mit Stampfattacken auf die Melone und zerstöre sie. Mit der Stampfattacke die Melonen. Ja, da... Oh! Okay, was ist jetzt passiert? Ich check's irgendwie gerade nicht. Okay, ist das okay gewesen? Muss ich da die anderen auch machen oder so? Das ist ja komisch. Da ist ja auch noch anscheinend eine. Hallo, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ob das wirklich so... Oh, Alter, das ist aber fies gemacht, ey. Wie soll man die da erreichen, die dreht... Oder wenn sie mir entgegenkommt vielleicht. Hm. Nein, Alter. Oh, das wird mich jetzt... Durut, durut. Ja. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man da keinen Fehler macht. Irgendwo kommt sie einem dann entgegen. Da. Ja, habe ich es jetzt gerade geschafft und es hat mich gleichzeitig erwischt. Was meint ihr? Ja. Zweiter Versuch nochmal da oben. Also da geht ja nichts. Also das gäbe hier einen Trick. Aber man muss einfach die durch das Glas schlagen. Ich glaube, eine geht ja dann auch. Oh, die ist da, glaube ich, noch easy. Ja, es geht. Es sind, glaube ich, aber drei Stück. Das ist ja kein Trick, dass man einfach so hier... Nein. Wow. Eine. Okay, eine haben wir da. Vielleicht kommt die zweite auch dahin. Einfach da ein bisschen... Da ein bisschen bleiben. Und die dritte. Jetzt bewegen sich die Ringe auch ein bisschen schneller. Ja, seht ihr. Wo ist die dritte Kugel? Das ist die Kamera, seht ihr? Ich kann die Kamera nicht bewegen. Das ist auch ein bisschen komisch gemacht. Ja. Irgendwo schweigt. Da unten ist sie. Jawohl. Seht ihr, beim zweiten Mal klappt das wunderbar. Der Strom läuft übrigens noch weiter. Geil. Nice, nice, nice. So funktioniert das, ja. Ja, dann können wir gleich die dritte Mission noch machen, oder? Hier sieht so cool aus, ey. Drüben. Weiter geht's. Und es geht weiter. Oh, ein Riesenkomet. Ich möchte aber nicht eine spezielle Mission. Riesenkomet, besiege den Zauberer. Das möchte ich jetzt nicht gerade machen. Kann man das irgendwie skippen? Weil das ist so eine spezielle Mission, glaube ich. Also Risikokomet stand... Nicht Riesenkomet. Ich weiß es nicht. Ich schaue es jetzt trotzdem kurz an. Besiege den Zauberer. Ja, das ist einfach so eine Mission. Das ist keine Hauptmission jetzt da. Muss ich den Comic dann nochmal da kurz besiegen? Das Ganze mit einer Kraft, Leute. Das ist halt so die Mission. So eine Bonusmission halt für einen Zusatzstern. Ich weiß nicht. Ich probiere es jetzt trotzdem. Ich bin jetzt einfach schon da gespawnt. Weil eigentlich habe ich den eigentlich ja recht gut besiegt gehabt. Und ich habe nur ein Leben. Das ist die Herausforderung. Ja. Komm. Ja, toll. Ja, ich brauche einfach nur die Green Shell. Ja, die kann ich da... Oh. So. Ja, so wird das nix. Na, muss man schon ein bisschen genau zielen. Bring uns die Green Shell. Ja. So, jetzt kommt er da. Ja. Jetzt dreht er da ein bisschen durch. Er darf mich einfach nicht erwischen, ne? Seitlich sogar. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann versuche ich das irgendwie dann so zu lösen, dass
ich da in der Mission weitermache. Ja, wow. Habe ich denn da irgendwas abgewehrt gehabt? Feuerbälle. Ja, Green Shell, komm. Da haben wir sie. Und jetzt kommt er da irgendwo. Nein, seitlich. Puh, Glück gehabt, Glück gehabt. Green Shell. Ja, haben wir sie. Da vor mir ist er. Und zack. Okay, kommt der nach oben. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil er hat seine Brüder dabei. Oh. Ich will einfach nur eine Green Shell. Ja, die Green Shell ist jetzt nach unten gefallen. So. Jungs, was macht ihr hier die ganze Zeit? Let's dance, würde ich mal sagen. Ja, gib mir einfach die Green Shell. Green Shell. Green Shell. Da kommt sie. Und wo bist du? Ho! Treffer! Ja, aber es sind 4 Treffer. Das ist halt eben das Spezielle. Wow, Alter! Hätte ich da nach unten gehen sollen? Was ist das jetzt gewesen? Alter, der macht sich hier riesengroß und haut mir da einen da runter. Shit. Oh je. Knapp, knapp, knapp. Schade. So, als Bonustipp hier, wo Rosalina ist, auf der rechten Seite, wo man normalerweise da hinten nach oben geht, gibt es da einen Teleport, der euch eigentlich auch bis nach oben teleportiert, wo es eigentlich auch weitergeht. Aber der muss zuerst da unten, mit diesem Luma da oben, muss er da unten noch aktiviert werden. Und dann kommt man eigentlich da schon ein wenig schneller nach oben und kürzt ab. Mir ist ja auch in den Sinn gekommen, man kann ja die Kometen, kann man ja hier verschieben bei dem da unten. Diese Schabernack-Kometen. Klar, natürlich, so ein Bosskampf ist natürlich auch nice, aber wenn man den abschließt, bekommt man gleich den Stern nachher. Aber wie schon gesagt, ich möchte hier am besten hier in der Geschichte weitermachen. Und 20 Sternteile für das Verschieben der Kometen kann man hier natürlich anfordern. Und dann werden die nämlich auch also platziert. Und ich kann dort dann auch in der Geschichte weitermachen. Weil irgendwo ist da etwas da los da. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Da ist er jetzt hier. Er ist jetzt woanders, der reist immer da ein bisschen rum. Der eine Komet ist weg, das heißt, wir können hier Shachi und der unterirdische See. Was ist Shachi? Ist das ein Ungeheuer oder so? Oder was befindet sich da unten? Ist sein Name Shachi echt? Okay, das heißt, wir müssen nach unten abtauchen. Was läuft hier? Da wird jetzt ein richtiges Barbecue gegrillt, Leute. Ohne mich. Hey, der Meeresgenobe ist wieder aufgetaucht. Ich als Captain werde ihn ordentlich den Marsch blasen. Okay. Hey, der Genobe ist im unterirdischen See aufgetaucht. Lecker. Ich habe den Braten gerochen. Ja, ich auch. Was ist los mit dir? Ich habe Angst vor dem Genoven. Ja, ja. Ich nicht. Gehen wir einfach schon nach unten. Sagen wir Hallo. Was ist los mit dem? Kramik ist auch wieder da. Hallo, hallo. Was ist los? Was ist los? Gleich in die Wand getatscht hier. So, was ist los, Kleiner? Ah, nimm diesen Meeresgenoven den Wind aus den Segeln. Wind aus den Segeln? Was sind denn das für Ausdrücke? Okay, der ist da unten. Ja, der hat seine Aalfreunde jetzt auch noch da. Junge, es gibt Probleme. Mario kommt sofort. Muss ich noch mit dem reden? Hey, Meeresgenova. So. Ringe haben wir hier. Geben die ein bisschen Luft. Was war das? Geschwindigkeit. Hey, Meeresgenova. Wo bist du? Ja. Er ist doch irgendwo hier gewesen, oder? Hallo. Da lacht er. Ja, ich bräuchte ein bisschen Luft. Hallo, Meeresgenobe.
Oh, jetzt Zwischensequenz. Du schon wieder. Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du durch die 8 Ringe schwimmen. Ja, ich habe fast keine Luft mehr. Oh, durch diese 8. Gibt es Luft? Nein, gibt es nicht. Ey, warte schon mehr, das genau, weil ich brauche da ein bisschen Luft. So, okay. Kannst du weitermachen mit der 7? Ich komme. Ich komme. Hier ist eine Kröte. Aua. So. Das ist die Prüfung. Wer ist Ganove? 5. So. Und wo ist die 4? Wer ist Ganove? Unten. Warte auf mich. Hey, 4, 3. 2. Wo ist die 2? Hier. Und die 1 noch. Wer ist Ganove? Wo ist die 1? Oh no. Ja. Oh no, jetzt killt er mich. Nein, ja. Wo hat er die 1 versteckt gehabt? Da hinten leuchtet es. Oh mein Gott, hinter dem Strudel. Glaubst du, damit kannst du jemanden beeindrucken? Versuch's nochmal. Alter, ich war so nah am Ziel. Das wäre erst jetzt First Try gewesen. Wer ist Ganove? Das heißt, die Dings, die letzte ist irgendwo weit unten gewesen. Also bei dem Strudel. Runde 2. Wir probieren es nochmals. Also wir müssen es probieren. Ich denke, er gibt uns ja dann noch einen Stern. So. Ach, so schwer ist es nicht, aber irgendwie habe ich am Schluss die letzte Nummer nicht mehr gesehen. Ich meine, ihr habt sie auch wahrscheinlich nicht gesehen. Aber sie war irgendwie ganz hinten versteckt gewesen. So. Wenn man ihm eigentlich folgt, dann geht das schon. Aber der dreht halt, keine Ahnung, wie der manchmal da ein bisschen so abgeht. So. Da, jetzt sind wir gut dran. Jetzt sehe ich nachher auch die 1. Ja. Jetzt. Ja. Erwartet. Er ist da dazwischen durch. Okay, hätte ich auch da durchgehen können? Ha! Ja. Vielleicht habe ich vorher ein bisschen die Zeit verloren, als ich da noch ein bisschen Luft geschnappt habe. Sternchen gehört mir. Adieu, Monsieur. Ja, das war ja eine Baby-Mission. Klar, hätte man natürlich noch mehr failen können, aber jetzt ist man fertig mit diesen ganzen Fails. Cool. Ja, gut. Schön abgeschlossen, die Folge auch noch mit 2 Sternen. Also besser geht's nicht. Das war das Highlight darunter. Schreibt es mal in die Kommentare. Und das nächste Mal reisen wir dann nachher auch zur nächsten Galaxie. Wollt ihr noch sehen, wohin wir reisen? Zeige ich euch gleich. Also hier haben wir die 48. Da ist 52 da hinten. Also das nächste Mal geht's. Wohin genau? Die Kanonenflotte-Galaxie. Die sieht aber krass aus. Da könnte es abgehen. Naja, ich lasse mich überraschen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.